Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of the Abyss. Jetzt, wenn ihr dieses Video seht, wird es mein Nebenprojekt sein. Yeah! Was ist los? Und, okay, die Brücke im Süden ist kaputt. Toll! Was für eine Art von Mädchen. ローテル老橋が落ちてしまってるから、バチカルに戻るためには海通路の港から船を使うしかないわけだし、ちょうどよかったんじゃないか。手間が省けて。アクゼル星の道が災害で落ちてしまってるのは厄介ね。フーブラス川を横断するしかないわ。今の季節のフーブラス川は水流も穏やかで、 Ja, da tut mir Guy ein bisschen leid, ich meine. Oder Guy, wie er, glaube ich, ausgesprochen wird. Da tut er mir ein bisschen leid, denn er kommt ja rein in diese Gruppe und hat keine Ahnung, was abgeht. Und dann reden sie noch alle. Ich weiß nicht, das kommt so ein bisschen rüber, als wäre Anice so ein richtiges Macho-Vibe. So, ne? Ihr versteht, was ich meine. So, ab den nächsten Kampf hier werde ich dann, also ab diesem Kampf werde ich dann Artikel vorausschneiden. Denn das wird uns auch mal wieder sehr viel Zeit, oder sehr viel Zeit sparen, sagen wir es mal so. Tia ist Squalor,じゃないのか? 正確には違うわ. Oracle ではない一般の教団員の中で Seventh Phonimを使えるものを Squalor,と呼ぶ. 私は負荷を使うから Crooner와. Crooner,か. 最近じゃ珍しいよな. ええ. 本来は後方支援が中心ですし、 数も多くないでしょう。ですが、僕はクルーナーが好きですよ。彼らの負荷は心地がいい。それは人を攻撃する負荷もありますが、癒してくれる負荷もある。特にティアの負荷はとても懐かしい感じがします。ありがとうございます。まあ言われてみりゃいい声してるよ。性格はあれだけど。 Ja, der hat eine gute Stimme. Es ging jetzt darum, dass Tier kein Scorer ist, wie es so manche Leute gibt, die dieses siebte Phonon benutzen, sondern ein Melodist, sprich, sie benutzt durch die Gesänge das siebte Phonon. So, an solchen Orten können wir uns Materialien sammeln. Dazu aber dann später im Prinzip mehr. Aber ja, immerhin, solange sie in unserer Party ist, sollte uns das ja nicht allzu sehr stören. So, jetzt ist die Frage, wo ich hin muss. Das Problem habe ich in diesem Spiel eigentlich öfter. Entschuldigt mich. Ich habe immer Probleme, hier irgendetwas zu finden, muss ich sagen. Denn die Orte, wo wir hin müssen, werden mir, soweit ich weiß, nicht angezeigt. Deswegen bin ich immer so ein bisschen am Rum, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Aber naja, das kriegen wir auch schon irgendwie auf die Reihe. In diesem LP sollte nicht so schwer sein. Ich lasse den Kampf mal drin. Ich habe gerade gemerkt, wenn ich mich nicht extrem doof anstelle, dann gehen die Kämpfe relativ schnell vorbei, wie man sieht. Ich meine, die paar Sekunden lohnen sich da noch nicht rauszuschneiden. Zumindest finde ich das jetzt so. Wobei, das würde ich dann rausschneiden, aber das mache ich dann später mal so. Wo zum Teufel soll ich hin? Hier hin? Sieht ziemlich falsch aus. Ziemlich falsch, muss ich sagen.
Ja, zuerst müssen wir mit Annie zusammenstoßen. Gut, okay. Das finde ich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, das wäre jetzt so mein Kritikpunkt an diesem Spiel. Ich renne sehr, sehr oft herum und habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin soll. Also, das muss man ein bisschen anders ausdrücken. Ich weiß oder kenne den Ort, wo ich hin soll, vom Namen her. Jetzt in diesem Moment zum Beispiel Kaisur, über den Fubras-Fluss. Das ist ja auch schön gut. Aber wo sind diese Sachen? Ich meine, mir wurde jetzt nur gesagt, die Brücke im Süden ist kaputt. Und ja, geht über den Fubras-Fluss. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie was immer mal sehe. Synopse, bla bla bla. Wie muss ich das machen? Bla bla bla. Bla 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 bla. Also ja, was bringt mir eine Map, wenn ich die Map nicht benutzen kann, weil die Map mich im Prinzip nirgendwo hinführt? Und was bringt es mir, wenn mir das Spiel nicht sagt, wo ich eigentlich hingehöre? Sprich, wenn ich hier herumwandeln darf, weil mir nicht genau gesagt wird, wo das ist, wo ich eigentlich hin soll. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich mag nur diese Strecken nicht, wenn ich die Kamera drehe, aber das hatte ich schon immer. Ja, hier muss ich hin. Das Praktische ist ja, es wird mir gesagt, das ist ein Fluss. Ist ja kein Problem. Da ist ein Fluss, da kann ich entlang gehen, da weiß ich dann, da geht's lang. Ist ja okay. Aber naja, ihr versteht, was ich meine. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, der Fubras-Fluss. Ich hoffe mal, ich muss Fubras nicht übersetzen. フーブラス川を渡って少し行くと開通るっていう町がある。あの辺りは非武装地帯なんだ。早く帰りてー。もういろんな事がめんどくせー。ご主人様、頑張るですの。元気出すですの。おめえはうぜえから喋るなっちゅうの。ミュー。奴あたりはやめて。ミューがかわいそうだわ。ルーク。 面倒に巻き込んですみません。さ、ルークのわがままも終わったようですし、行きましょうか。わがままってなんだよ。無視すんな、こら！ Ja, irgendwo ist Luke doch wirklich am Rumheulen. So, Muse Feuer könnten wir hier zum Beispiel benutzen, wenn ich einen Gegner treffen würde. Aber naja. Ich bin da weitaus sehr schlecht drin. Weit es geht, sagen wir es mal so. Ja. Ich weiß also Bescheid, wenn da keine Vogel drin ist, brauche ich diesen Kampf schon mal nicht verzeihen. Gut. Oh mein Gott. Ja komm, mach mal. Danke. Jay, du hast den Finish gemacht. Nose. Das hier sind die Schätzungen, kennen wir ja. Hier sind Dornen drüber. Also verbrennen wir sie. Wuhu. Für ein Apfelgel. Aber warum auch nicht? Ich meine, immerhin halt uns Apfelgel und ist gesund. Denke ich zumindest mal. Klingt jedenfalls so. Luke, chotto matte kudasai. Da yo, Paisa dono. Luke! 今まであなたの戦い方を見てきましたが、あなたはフォニムを使いこなせていないようですね。フォニムを使うのはフォニマーの仕事だろ。俺には関係ねえじゃん。やれやれ。あなたの先生は力を惜しか教えなかったわけです。先生をバカにするな。俺には必要なかったから教えてもらってないだけだ。どちらにしても フォニムの実践での使い方については知らないのですね。ならばより効率的に戦うために覚えておいてほしいものです。そんなの知るかよ。ルーク、こちらさんは戦いの専門家だ。生き残るためには話を聞いておいた方がいい。
戦争屋だもんな。その通りです。おあつらい向きに魔物もいることですし、実戦で教えて差し上げますよ。私もアンチフォンスロットで能力が低下しています。これ以上の足かせは欲しくありませんからね。Also ich fasse es mal zusammen. Wir werden jetzt ein kleines Tutorial erleben, wie man Phonons im Kampf nutzt. Das habe ich eigentlich schon mal einmal demonstriert, aber das erspart mir das Spiel trotzdem nicht. Von daher, ich zeig's euch nochmal. Wenn das Spiel den Kampf immer lebt. Jeden Augenblick. Genau! Phonimには 6 種類の属性があります。ご存知ですよね。当たり前だろ。確か地、水、火、風、光、闇の6つだよな。そうです。魔物の中には特定のフォニムを弱点とするものもいます。覚えておいてください。 Das waren jetzt also die 6 Elemente, die es gibt. Lichtschatten natürlich ausgenommen von den 4 Grundelementen, die wir ja so alle kennen. ではフィールドオブフォニムスについて教えましょう。フィールドオブフォニムスとはフォニムの集まる場所のことです。フォニムを集中させ一定の場所に溜めた力場のことを示します。フィールドオブフォニムスは属性攻撃を行うとその場に発生します。試しに一度見てみた方が良さそうですね。ティア、フィールドオブフォニムスを発生させてみてください。わかりました。これがフィールドオブフォニムスです。フィールドオブフォニムスは無色の状態と各属性の色がついている状態のものが存在します。各属性のレベル、つまりフォニムレベルがたまるまでは無色の状態で表示されます。今の状態はそれですね。この状態のフィールドオブフォニムスには何も効果がありません。あまり気にする必要はないでしょう。わかる。バカにするなっちゅうの。次に無色以外のフィールドオブフォニムスについて説明しましょう。ティア、お願いします。はい。このように各属性の色をしたフィールドオブフォニムスが存在します。 Um es mal bis jetzt zu erklären, es gibt Felder mit Phonons. Haben sie keine Farbe, also diese Ringe haben keine Farbe, dann ist das Feld im Prinzip für uns irrelevant. Sollte es aber eine Farbe haben, so wie jetzt hat es zum Beispiel das Windelement, würde ich sagen, dann können wir es uns zunutze machen. 地属性が木、水属性が青、火属性が赤、風属性が緑といった感じですね。フィールドオブフォニムスの色を変化させるには属性攻撃を行い各属性のフォニムレベルを貯める必要があります。同じ属性のフィールドオブフォニムスを発生させることによりフォニムレベルが貯まっていきます。要は同じ属性の攻撃をたくさんすればいいってことだろ。簡単に言えばそういうことだけど。だったら簡単でいいじゃんか。で、色が変わると何が起こるんだ？そうですね、とりあえずフィールドオブフォニムスの中に入ってみてください。入ったぜ。これでいいのかよ。ええ、その状態で特定の術技を使用すると一段階上の術技に変化します。もちろんその術技に合った属性のフィールドオブフォニムスでないといけませんが、とりあえず試してみましょうか。あの魔物に向けて術技ボタンで技を使ってみてください。マジかよ。受けろ雷撃。終了。Wie ihr seht, definitiv eine stärkere Attacke als das normale Tiger Blade. Ich glaube, wie hieß Tiger Blade. Von daher sind Felder mit Phonon sehr nützlich im Kampf. Field of Phonimus を使いこなせれば戦況が格段に有利になります。うまく使いこなしてください。なるほどな。ま、なんとかやってみるさ。では、残りの魔物も倒してしまいましょう。Tja, das war dann das Tutorial zu Feldern mit Phonons. Ich muss sagen, wie gesagt, diese Sachen sind eben sehr nützlich. Und ich finde es schön, dass das Spiel einen sowas auch noch erklärt und nicht einfach im Dunkeln laufen lässt, sage ich jetzt mal so. So, beim nächsten Mal, damit die Zeit schon wieder ausläuft. Nächstes Mal sehen wir uns also ein bisschen weiter hier oben.
Denn wir müssen ja diesen gesamten Fluss hier überqueren. Und mein Gott, das sind viele Dinger. Aber scheinbar nichts, was wir nicht handeln können. So, egal. Ich verabschiede mich hier von euch und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of the Abyss mit mir, dem Kommentator. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.